Ja, was so trocken war, am Anfang hat man es noch cool gefunden. Es war ja immer schön gewesen. Man konnte machen, was man wollte. Man musste nie Angst haben, es käme zu rechnen. Aber mit der Zeit hat dann das mir ziemlich angefangen zu haben. Ja, wir hatten den Sommer, es ist nichts mehr gewachsen, die Wiesen sind immer brauner geworden. Die Kühe haben wir futtern mit den Vorräten vom Winter. Im Silo haben wir einen Schnee gehabt, im Heustock haben wir einen Schnee gehabt. Ja, mit was wollen wir eigentlich im Winter die Tiere futtern? Und dann, wir haben schon gebeten, die Frau und ich natürlich, aber wir haben gemerkt, es braucht noch mehr, es braucht mehr. Und dann ist in mir der Gedanke gereift, ich glaube, wir Bauern müssen mehr zusammenstehen. Der Herr will das. Und ich habe diesen Gedanken tagelang vor mir hergeschoben. Und irgendwann habe ich es mal der Frau gesagt, du meinst nicht, dass das etwas wäre, wenn wir Bauern zusammenkämen und miteinander führen zum Herrschreien. Und dann hat sie gerade zugestimmt. Das hat mich erstaunt. Das hat mich erstaunt, weil sie gerade die gleichen Gedanken aufgenommen hat. Und dann habe ich es noch etwa zwei, drei Kollegen gesagt, Gläubigen, bei uns in der Umgebung. Und die haben genau gleich reagiert. Und dann habe ich gewusst, jetzt müssen wir wirklich etwas unternehmen. Und dann haben wir mal ein Datum festgesetzt, dann und dann, zu Abend bei uns in der Scheuer, kommen wir zusammen. Und ich bin überrascht gewesen. Der Herr hat mich beschämt, weil da sind buchstäblich über ein Dutzend Bauern gekommen von der näher und weiter Umgebung. Zum Teil habe ich es nicht einmal gekannt. Und das, wir haben so eine gute Zeit gehabt miteinander. Es ist am Anfang schon noch ein bisschen zaghaft gegangen, oder? Die Leute sind aus verschiedenen Destinationen gekommen, also sprich Gemeinden. Aber das hat überhaupt keinen Einfluss gehabt. Wir haben zusammen den Herrn können bitten darum, dass er uns hilft in dieser Not drin. Und wir haben alles gleich auf dem Herzen gehabt. Und das hat uns vereint und verbunden. Und was ist denn daraus passiert? Gelaufen? Hat es noch verregnet am anderen Tag? Nein, das hat es nicht. Wir haben dann noch drei Wochen müssen warten, bis dann zaghaft hat angefangen zu regnen. Aber Gott hat die Gebete ganz anders erhört. Und zwar, wir haben im Herbst noch zwei wunderbare Schnitte können ernten. Und das hat mich rausgelupft. Das hat mir geholfen, die Not zu lindern. Und so, wie ich es sehe, lange zu Futter, trotz all dieser Trüchte, für den nächsten Winter.